Weltweit fallen jedes Jahr 75 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Nur 17% werden fachgerecht entsorgt bzw. recycelt. Das Schicksal des großen Restes? Unbekannt. Und bei uns? Wir sind doch die gefühlten Weltmeister im Recyceln. Rund 20 Kilo Elektroschrott produziert jeder einzelne Deutsche pro Jahr. Immerhin 8 Kilo davon, also 40% werden tatsächlich recycelt. 2,1 Kilo landen aber irrtümlich im Metallschrott. 1,4 Kilo werden gedankenlos in den Hausmüll geworfen und 7 Kilo verschwinden auf anderen Wegen, beispielsweise in der Natur oder sie vergammeln in Schubladen. Fast 1,5 Kilo werden sogar illegal exportiert. Denn die bittere Wahrheit ist, deutschen Elektroschrott um die halbe Welt zu verschiffen, ist schlicht dreimal billiger, als ihn fachgerecht zu entsorgen. Und so geht's. Ein Büro eröffnen, die passenden Kontakte haben und dann die Frachten falsch deklarieren, nämlich als gebrauchsfähige Secondhand-Ware. Der Zoll macht im Hafen zwar Stichproben, aber der typische Trick: die funktionierenden Geräte stehen vorne, der echte Schrott in der zweiten Reihe. So finden jedes Jahr gewaltige 120.000 Tonnen deutscher Elektroschrott illegal im fernen Ausland eine letzte Ruhestätte. Die klassischen Ziele unserer Rohstoffreise: Accra in Ghana, Guyu in China und Mumbai und Delhi in Indien, die größten Elektroschrotthalden der Welt.